Kapitel 9 Am Leben. Großinquisitor Vitalis will ebenfalls das Sanguinis Eternia, doch Amicia gelang es, ihm das Buch unter der Nase wegzustehlen. Sie hatte Hilfe von Roderick, einem jungen Schmied, den sie aus den Klauen der Inquisition befreite. Beide kehren mit dem Buch zum Château d'Ombrage zurück. Das Elixier für Hugo ist in greifbare Nähe gerückt. Na, keine Jubelschreie. Amicia! Und was ist mit unserer anderen Freundin? Habt ihr den Namen vergessen? Scheiße. Hier. Aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Oh, du siehst auch nicht so gut aus. Roderick, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Komm, essen wir. Das haben wir uns verdient. Und der fängt direkt auf dem Boden an zu lesen. Komme! Verbasel das Buch nicht. Ist das Einzige, was wir haben und, ohne das sind wir ein bisschen aufgeschmissen. 3 Wochen später. Dezember 1348. Ich habe übrigens nachgeguckt, was die Engländer eigentlich hier wollen. Habe ich ja auch im letzten Part angesprochen gehabt, ne? Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut! Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts! Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. Nein. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Okay. Das war jetzt wie random, aber gut. Ja, klar. Können wir gleich gucken. Ich würde vorher ganz gerne erstmal... nein, sonst fehlt immer noch genau ein Stück Stoff. Danke. Können wir einfach hier so eine Hose aufschneiden oder so? Scheiße nochmal. Oder dem Schmied sein Hemd klauen oder irgendwas. Mensch, so ein Scheiß. Egal, auf jeden Fall. Nee, weißt du was, bevor ich jetzt anfange, hier Blödsinn zu labern, was haben wir hier? Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Heißt, ich kann darauf zielen, oder wie? Ja, bringt mir halt nur absolut genau gar nichts. Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. So muss das sein. Ah gut, okay, bevor ich jetzt anfange zu erzählen, machen wir doch einfach mal diese Tür auf. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Oh, eigentlich wollte er nur Aggressionen abreagieren. Aggressionen also, abreagieren? Das war... Keine Ahnung. Egal. Wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Ja. Wir gehen. Warte. Ist ein bisschen dunkel hier. Spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Ja, logisch, ne? Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Aha, okay. Na dann. Jedenfalls, die Engländer waren eigentlich nur da, weil sie einfach den Thron haben wollten. Und naja, dann gab's halt Krieg. Aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Ja. Wollen wir weitergehen? Na jo, mach mal. Schauen wir mal. Da waren irgendwie die Familie, die vorher... das Erbrecht hatte, ist draufgegangen, ausgestorben, wie auch immer. Und dann haben halt die Engländer gemeint so, ey, das will ich haben. Wo ist er denn? Hä? Folge Roderick. Ja, wo ist er denn? Hallo? Ach, da unten. Okay. Die Engländer hatten wohl vorher schon durch Heirat irgendwie sich so ein bisschen in Frankreich mehr oder weniger eingenistet, ne? Ein bisschen mehr Land und sowas gehabt. Aber ja, dann kam es irgendwie dann dazu, dass der englische König meinte so, jo, es kommt mir will ich haben. Bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen, als der französische Thron frei wurde. Und dann gab es halt Krieg. Und das ist genau die Zeit, in der wir jetzt sind. 100-jähriger Krieg war das irgendwie oder sowas? Ich denke, ich weiß gar nicht. Hier bleiben können. Amicia, komm schnell!
Fuck. Ich komme. Brauchst du mich? Ich keine Ahnung, komm einfach mit. Komm schon. Schnell. Ja, scheiße, ich bin ja unterwegs. Oh nein. Nein, 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 nein. Das wird doch irgendeine Bedeutung haben, dass der Scheiß hier am Leben heißt, oder? Fuck, komm schon. Bitte. Es wird immer schlimmer. Das heißt, du konntest es nicht beheben. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Nicht heilen. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches, aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter. Noch besser? In unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Wir können nicht zurück. Ach du Scheiße. Oh, was denn jetzt schon wieder? Warte, lassen wir ihn einfach hier, oder was? Ach du Scheiße. Sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Oh, Melly, genau so hieß sie. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Ja. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Oh. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Unsere Mutter lebt noch? Beatrice Deroux. Mutter lebt? Sie lebt! Krass. Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie? Foltern sie? Hugo darf davon natürlich nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt. Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Ja, aber was soll das bringen? Wenn wir, selbst wenn wir da ein Heilmittel finden, dann müssen wir doch wieder zurückrennen. Hä? Er muss mit? Was soll das denn bringen? Dann müssen wir die ganze Strecke ja noch wieder hierher joggen. So viel Zeit haben wir nicht. Hä, Leute, was? Aha! Kapitel 12. Alles, was bleibt. Ja, das war wieder mal ein sehr kurzes Kapitel. 8 Minuten. Fuck. Ach, komm schon. Mach keinen Scheiß. Oh Gott. Und das im Winter jetzt auch noch. Ich glaube, da sollten wir uns auch mal andere Kleidung besorgen, oder? Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Übrigens, der Gedanke, dass unsere Mutter noch lebt, den hatte ich ehrlich gesagt schon nach dem ersten Part. Weil man hat nicht gesehen, wie sie umgebracht wurde. Man hat nur dieses blutige Schwert gesehen. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit so, warum sollten sie die umbringen? Sie wollen doch wissen, wo wir sind. Dann wäre es für sie bei weitem hilfreicher, wenn sie die am Leben lassen und befragen. Ich meine, der Vater, der hatte nicht so viel Plan von Hugo. Das wussten die auch, weil die uns ja die ganze Zeit beobachtet haben, das ist klar. Aber, die Mutter hat ja komplett die ganze Zeit mit Hugo verbracht. Und deswegen war die für die sehr wertvoll. Und da dachte ich mir schon die ganze Zeit so, ich glaube nicht, dass sie wirklich tot ist. Weil da war ja noch der andere Typ, der uns auch geholfen hat. Und den haben sie wahrscheinlich umgebracht. Pass auf, Lukas. Holy fuck. Was ist mit ihm los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir uns immer noch nicht. Ist das hier irgendwie der Mittelpunkt von ihrer Existenz oder von keine Ahnung was? Darüber denken wir später nach. Los! Tun wir das? Okay. Komm mit, Opa. Keine Zeit zu stehen zu bleiben. Oh, was, wo? Sieht aus, als wollten sie uns vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin,
hat etwas die Wachen angegriffen. Ja klar, das waren die. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Ja. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Naja, dank der Ratten entkommen ist so relativ, ne? Ich meine, die haben uns ja nicht absichtlich geholfen. Nehme ich mal an. Also ich meine, ich weiß es nicht. Sind hier nicht willkommen. Wer weiß, was hier noch passiert. Hallo, kann ich da nicht runterspringen? Hä, da ist doch Licht. Warum kann ich da nicht runterspringen? Hä? Oder muss ich einfach... Ja, okay. Na gut. Das ist mein Zuhause. Catch dies. Oh, lol. Das war es jedenfalls mal, ja. Aber wenn unsere Mutter auch noch lebt, dann kann es ja das wieder werden. Warum nicht? Gut, okay, könnte es auch ohne sie zur Not, aber... Ich meine, so erst recht. Was spricht dagegen, wenn wir den ganzen Scheiß überstanden haben, wieder hierher zu ziehen? Ja, Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Oh, nein! Kollege, weg da, bist du blöd? Ey, der Typ, ne... Oh. Man kann ja sagen, was man möchte, aber die KI in dem Spiel ist meist oft nicht die hellste. Also... Ja, nee, echt nicht. Habe ich mittlerweile genug Stoff? Glaub nicht, ne? Ey, ich raste komplett aus, Alter. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ein Stückchen Stoff fehlt mir. Mann, hier muss doch irgendwo ein fetzen Stoff rumliegen. Da, eine Tür. Oder doch nicht. Selbst Episanguis habe ich alles voll. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Ja, und eine Menge Ratten. Hallo? Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Was? Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Ach so, ja, ja. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, wie komme ich da runter? Achso, da vorne. Alles klar. Ich bin hier. Und okay. Ja, aber chill bitte, ja, nicht so flott. Okay, ja, sieht gut aus. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich rauf? Ich glaube nicht, ne. Ach, er hält auch an. Okay, er geht automatisch. Bruder, beweg diese Lampe. Hä, dein Ernst? Ah, dann leck mich doch. Ich hab meine eigene. Team funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Nee, hab ich nicht vor. Noch nicht jedenfalls, ich mein. Mal schauen, ne? Okay. Hallo? Kann ich das? Ach so, ich muss. Ach lol, okay. Ja, alles klar. Na, ja, nicht mit Ignifer. Weg. Oh, nicht in die Ratten reinrennen! Meine Güte. So, hallo? Lukas, wir sind nicht alleine. Ja. Natürlich, weil die Ratten sind. Oder. Oh! Eine Wache. Er lebt noch. Naja, nicht so wirklich, ne? Irgendjemand! Die Ratten! Was geht? Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Oh, man hat die Wahl. Man kann ihn entweder wahrscheinlich verbluten lassen, oder man bringt ihn direkt um, oder aber man lässt ihn einfach von den Ratten fressen. Gut, okay, wenn ich jetzt die Dinger das erschieße, dann bringe ich mich in dem Moment selber um, von daher wäre das nicht so smart. Ja, komm, da hast du Gnade. Bitteschön. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Hey, bist du noch da? Oh. Hey, antworte. Da ist noch einer. Aber wo? Und wie zum Teufel komme ich jetzt eigentlich weiter? Da sind mir noch ein paar zu viele Ratten, ehrlich gesagt. Ich könnte da jetzt natürlich einen Dings reinballern, einen Luminosa, aber das ist mir eigentlich zu wertvoll dafür. Ich sehe das immer nur als die letzte Rettung an, weißt du? Ich sehe das nicht als wirklich was anderes, was man benutzen sollte. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht muss ich hier einfach noch ein bisschen weiter nach links bewegen. Nee, das reicht nicht, bis dahinter scheinen. Ach, da oben. Da ja, ich habe was gesehen, da kann ich was anzünden. Dort. Jawoll. Ja, okay, aber es hilft mir jetzt nicht so viel, das ist da hinten. Hä? Ich bräuchte hier irgendwie mal eine Fackel oder so. Kriege ich aber scheinbar nicht.
Naja, gut, dann muss ich halt doch Luminosa da reinfeuern. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber... Was will man machen, ne? Ich sehe jetzt gerade keine andere Wahl. So, Kollege. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich ihm irgendwie leiden lassen oder so. Hallo, ich hätte auch die Ratten da jetzt auf ihn losschicken können. Also, bisschen Dankbarkeit. Wie wär's denn damit, du Arschgeige? Ah ja? Wär's dir lieber, wenn ich den da mache? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, Kollege. Also pass mal auf, was du sagst. Scheiß Kerl. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht die Menschlichkeit in Person bin, indem ich den Typen da umgelegt habe, anstatt ihn von den Ratten fressen zu lassen. Das ist mir durchaus klar. Aber, wie gesagt, ich hätte ihn auch von den Ratten fressen lassen können. Also, der soll mal sein Leben chillen. So, da drin sind Steine und noch irgendwas anderes. Aber dann müsste ich da wieder einen Luminosa reinballern. Ich hab... Mann! Hä? Gibt's hier keine Fackeln? Sag mal... Muss es doch... Wow! Ja, und hier fehlt mir auch irgendwie eine Lichtquelle. Da müsste ich da auch einen Luminosa reinballern. Hä, das kann doch nicht... Das kann doch nicht die Lösung sein. Glaub, ich vergesse irgendwas. Oben hängt nichts. Kann man hier noch irgendwas... Nee, man muss dann Luminosa reinballern. Hä? Okay. Na gut, dann kann ich es aber auch... Oder warte, kann ich diese Fackeln vielleicht bewegen? Nee, kann ich nicht. Nee, keine Ahnung, Leute. Ich baller da jetzt Luminosa rein, scheiß drauf. Zack, bumm, Ratten weg. So, den ganzen Kram nehmen wir mit. Stein haben wir keinen Platz mehr, klar. Dann stellen wir ein neues Luminosa her. So. Ja gut, hat es jetzt nicht so wirklich gelohnt, ehrlich gesagt. Okay, hi. Ja, und dann ballern wir hier ein Luminosa rein, nehme ich an. Zack. Bada bing, bada bing, bada boom. So. Und dann gehe ich mal hier rüber. Eine Werkbank. Das ist schön, die hilft mir aber halt einen Scheiß. Ich brauche Stoff. Ein Stück Stoff. Oh, und ein bisschen, was auch immer dieser Kristall da noch gleich war. Das fehlt mir jetzt mittlerweile auch. Na toll. Komm, ist hier schon bestimmt Stoff drin, oder? Nein. Leder. Super. Leder, Salpeter, Alkohol. Ach, Manno. Come on. Noch mehr Salpeter. Ey, das kann's doch nicht sein, dass es hier nirgendwo Stoff gibt. Warum ist Stoff denn so eine Mangelware hier in dem Scheißspiel? Gibt's doch gar nicht. Sorry, ich weiß, das ist nicht scheiße. Ärgert mich nur gerade ein bisschen irgendwie. Okay, Episanguis. löscht Feuer. Dies, das, Ananas. Ja, löscht Feuer. Gut, weißt du was? Natürlich. Ich bin dumm. Man soll das so machen. Damit lenkt man die Ratten ab. Oh, klar. Da. Bitteschön. Du hast dich ja beschwert, dass ich den anderen umgebracht habe. Er war doch, wir sind hier. Lukas. Hinter dieser Tür. Er war doch was. Ich verstehe. Sag jetzt nichts Falsches. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Alter Schwede. Ja klar, ist das ein Toter. Was hast du denn erwartet? Ich meine, hallo? Hier war ja nun nicht gerade Kinderfeier. Kindergeburtstag. Das war ja schon mehr irgendwie so, ne? Horror-Movie. Alter, was ist denn hier mit den ganzen Ratten abgegangen? Das scheint wirklich irgendwie die Quelle zu sein. Hier ist es am stärksten. Ist er dein Vater? Ach du Scheiße! Oh mein Gott. Oh nein, was ist das? Lukas, ich weiß es nicht. Treib sie zurück, das Igniefer. Schon gut. Was? Ich habe kein Igniefer. Was? Doch, warte, ich habe Igniefer. Aber worauf? Hä? Stehst du denn irgendwie auf einen Rattenschwarm? Ach so?
Oh nein! Ja komm, hä, was? Ich hab... Oh! WTF! Okay, ja, cool. Warum kann ich damit plötzlich Rattenschwärme anzünden? Oh nein, das ging vorher nicht. Hä? Hey, warum geht das plötzlich? Irgendwie verentzündet eigentlich nur Glut. Warum kann ich damit Ratten anzünden? Ja, aber wo? Wie? Hä? Wo? Da hinten. Alter, ich hab nicht mehr viel Ignifer. Ach du Scheiße. Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Dankeschön. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja. Gut, gib her. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Ja, und wo gehen wir hin? Oh Gott, Alter. Nein, das wollte ich nicht. Glaube ich jedenfalls. Oh Mann. Die haben diesen Scheiß ja sogar damit eingewachsen. Das ist echt das Nest von denen hier. Warum? Warum kommen die von unserem Zuhause aus? Hängt das auch mit Hugo zusammen? Hat der irgendeine Verbindung dazu? Es ist halt echt strange, dass es hier am stärksten ist. Okay. Immerhin spielt man entspannte Musik und das trotz der ganzen Ratten. Na toll, Leder. Stoff könnte ich gebrauchen! Alter, fuck. Man erkennt das nicht mehr wieder, ne? Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Hä? Er wurde nicht gefressen? Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Ja, wenn das da draußen unser Vater war... Der wurde auch nicht gefressen. Also bis die Ratten halt dann angerannt kamen plötzlich. Aber der lag ja da jetzt mindestens mal... Ein paar Monate. Seltsam. Manche scheinen die Ratten nicht zu wollen, aus irgendeinem Grund. Vielleicht haben die irgendeine Verbindung. Das ganze Pisanguis kann ich gar nicht nutzen. Oh, ich kann nicht auf mein Menü drauf zugreifen, solange ich die Fackel halte. Shit, das heißt, ich kann auch nichts craften, um mehr aufnehmen zu können. Das ist natürlich interessant. Okay. Sie auch? Ja. Sie gehen ihn auf den Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Ach, das ist der Raum. Rechts da war die Küche und hier links geht's hoch zu unserer Mutter und zu Hugo. Ja. Wow. Okay, Schwefel. Was haben wir hier? Hört er deinem Vater? Ja, aus der Zeit, als er an der Seite von König Philipp gefochten hat. LOL! Also, wegen König Philipp. Ich habe gerade auf Wikipedia vorhin einen Artikel gelesen über die Geschichte Frankreichs ums Mittelalter herum, weil ich eben wissen wollte, was die Engländer eigentlich da wollten. Und da habe ich auch von König Philipp, dem 6. oder 4. oder was gelesen, der auch König Philipp der Schöne genannt wurde. Und, nein. Der wurde hier also auch erwähnt. Es ist so... Oh! Es ist cool, dass es so historisch akkurat ist, das Spiel. Wirklich, wirklich cool. Und das war, glaube ich, auch der letzte König, der sozusagen französischer Natur war, bevor dann eben der draufgegangen ist, damit die Familie sozusagen vorbei war. Pass auf, sie kommen alle hier zusammen. Und damit dann nachher die Engländer Anspruch auf den Thron erhoben haben. Und sie kommen alle hier zusammen. Das hier war in der Nähe von Hugo. Ja. Für Hugo müssen da drin sein. Okay, das war das Zimmer unserer Mutter auf jeden Fall. Die muss doch Stoff haben, oder? Komm schon. Ja, Stoff! Ja, endlich! Danke! Und jetzt rührst du diese scheiß Tasche auf. Warte, ist das richtig? Nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache. Nee, ist richtig. So. Danke! Okay, so. Und dann machen wir als nächstes den hier. Dafür fehlen uns nur... Ach, dafür fehlt uns nur 9 Stoff. Das ist ja nichts. Gott im Himmel, wo soll ich jetzt neuen Stoff herkriegen? Stoff findet man ja hier nirgends. Scheiße, ey. Okay, da, check mal aus. Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug.
Es muss noch andere geben. Mhm. Was auch immer Infuse sind. Mir sagt irgendwie Infusion sagt mir jetzt was, aber keine Ahnung. Alter. Ich glaube, wir laufen echt auf den Mittelpunkt von dem Ganzen zu. Ja, das ist Hugos Zimmer. Ja, das zeigt alles auf sein Zimmer. Hä? Und hier drin ist dann alles clean, oder was? Warum? Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Ja, alles unverändert. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Oh, Scheiße. Dein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Keine Ahnung, Alter. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch. Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Okay. Im Garten. Gehen wir. Ja, aber Moment mal. Warum ist hier dieser Raum unangetastet? Das, hä? Krass. Ja, die kommen nicht hier rein. Obwohl hier gar nicht so viel Licht ist. Die kommen hier nicht rein. Steine brauchen wir nicht, okay. Krass. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Ja, okay, alles klar. Catch this. Nach rechts, los. Ja, ich komme. Oh, warum ist da jetzt plötzlich Feuer angegangen? Oh, wo... Ah, das hat er angemacht, okay. Ja, sehr gut. Der Weg ist frei, Amicia, wir müssen ja. weg. Ja, ist doch okay, bin auch schon unterwegs. Was willst du denn? Ich möchte noch ein bisschen Stoff mitnehmen, wenn es geht. Irgendwo vielleicht hier so, nein. Okay, da unten könnten wir hin. Können wir da hin? Wir können da hin. Okay, dann gehen wir da hin. Alter, das ist nicht schön hier, ist alles so dunkel. Da unten ist Stoff, oder? Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Nee. Ich bin ja hier. Natürlich nicht. Aber wir müssen weiter. Okay. Noch ein bisschen davon. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können, auf jeden Fall. Oh, warte mal. Bevor ich da jetzt rein... Warum? Okay, aus irgendeinem Grund kann ich das gerade nicht werfen. Klasse. Ich hätte jetzt ganz gerne das Feuer daran gemacht, aber... Warum glüht das eigentlich noch? Das muss Monate her sein, das letzte Mal hier jemand war. Das dürfte auf gar keinen Fall noch glühen. Aber hey. Was hat denn die Inquisition da das Ganze hier am Laufen gehalten? Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Aha. Dort drüben, am anderen Ende. Da leuchtet doch irgendwas. Wir müssen da durch. Aber ich weiß, wir schaffen das. Okay. Schön, dass du dir da so sicher bist. Eine Blume. Oh. Sie ist unversehrt. Nehmen wir mit. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Nee, auf keinen Fall. Nehmen wir mit. So, und jetzt... Ratten. Ja, davon eine Menge. Na dann los. Mach gut. Bereit. Okay, schön. Dann auf geht's, Kollege. So, zack. Das haben wir an. Das ist gut. Ups, da ist noch was. Ah, nee, kann ich nicht mitnehmen, okay. Das ist ein Heuballen, der hält wieder nicht so lange. Dann müssen wir so schnell wieder nach was anderem gucken. Komm schon. Okay, nächster. Na, hab ich nicht vor, du Vogel. Er ist so, stimmt, er kann doch auch irgendwie. Warum macht er nichts? Hier, hä? Scherzkeks. Was soll denn der Scheiß? Mach mal auch was. Keine Ursache. Okay. Ich glaub es nicht. Sieh oh! Nicht da reinlaufen. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Kumpel, du stehst da echt scheiße. Geh weg. Ja. Ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand habe ich. Für die Katze sein. Ja, beweg dich jetzt. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind auf jetzt. Ja, alle Jagd der ist. Auf geht's jetzt. Mach hinne.
Alter. Er ist richtig schwer. Heul nicht rum und mach. Streng dich an. Anstrengend. Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Ja, toll. Wessen Problem ist das? Der Boden bebt. Okay. Jetzt ist es meins. Ja, ja, sie kommen. Ja. Halte sie auf Abstand. Ja, mach ich doch. Aber warte mal, warum? Nee, doch, die können ja. Von wo? 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 Ich seh's nicht. Hä, wo? Da, fuck. Schnell. Oh, war das knapp. Wo? Da vorne. Warum können die aber dann so das Licht ausmachen? Weil die so schnell zuschlagen oder was? Opfern die einfach so ein paar Ratten und dann scheiß drauf oder wie? Catch das. Darf ich das Feuer wieder anmachen? Feuer wieder anmachen. Jawohl. Ich will hier nicht sterben. Tun wir auch nicht. Naja, besser während du ihn schiebst, als während du ihn nicht schiebst. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben so Chaos. Stimmt's? Schieb's nicht auf mich, auf mich. Komm, mir geht's bergab, stell dich nicht so an. Okay, okay. Ich glaub, wir haben's gleich. Ne, müssen wir noch, müssen wir noch. Oh, 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 oh. Von wo? Hä, von wo denn? Hinter uns, oder was? Ne. Hä? Von wo? Da vorne! Okay. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Okay. Nein, komm schnell! Mach hin! Das war knapp, die Ratten wollten schon meinen Arsch abbeißen. Was ich ein bisschen uncool finde, weil den brauche ich tatsächlich noch. Von wo, von wo, von wo? Da vorne. Ja. Das? Denk nicht so viel und schieb. Lukas, all diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen ach was. Durchhalten. Haben wir es jetzt bald? Ich hab nicht mehr so viel Kram. Okay, doch, ich habe eigentlich noch eine ganz schöne Menge. Ich glaube, wir sind da. Komm, lass stehen den Scheiß. Auf geht's. Abflug. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Hä, wo ist er denn? Komm, beweg dich. Ich, ja. Danke, Lukas. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Auf jetzt, komm. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los. Ich weiß nicht, was deine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Ja, genau, gehen wir. So, Episanguis haben wir noch eine ganze Menge. Okay. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Dachtest du jedenfalls, es war nämlich doch nur der andere Typ. Dachte ich mir, da sagte ich doch. Ist, oder? Ja. Genau so habe ich es mir auch gedacht. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Ja, was heißt abgefangen? Für ihn war er bestimmt. Hätten sie die Mutter töten wollen, wäre sie tot. Aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Ja, und zwar schnell. Verdammt schnell. Ja, das heißt, jetzt sind wir hier in den Gärten. Oh mein Gott, das sieht alles so anders aus. Ich hätte das niemals wiedererkannt. Das war die Stelle, wo alles rumgebackt hat. Ja. Boah, ach du Scheiße. Ich hätte das niemals wiedererkannt. Diese Stufen. Es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Hä? Hey, du sagtest doch, du warst hier nie. Auf deine Erinnerung von du durftest hier nie sein. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Eben. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Ach nein. Wir finden es. Na dann, wenn du das sagst. Okay, was geht hier ab? Sieht aus wie der Autsch. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ach, das gab's schon mal? Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Oh. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Ach, gab's echt schon mal einen Pestausbruch woanders? Bevor das im Mittelalter in Europa passiert ist? Interessant. Wusste ich jetzt auch nicht. Ja, gut. Was? Und wohin?
Aber dann kommen die Ratten raus, da bin ich jetzt blöd. Ja, natürlich kommen die dann raus. Warte. Warte ganz kurz, wollte ich sagen, ja klar. Der wartet bestimmt gerne. Hä, warum soll ich diesen Wagen da wegschieben? Ich bin euch blöd. Also doch, offensichtlich schon. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Warte mal. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Ich könnte den jetzt auch wieder einen Luminosa reinballern, aber ehrlich gesagt ist das jetzt nicht so ganz the way to go, glaube ich. Hä, aber ich muss die Ratten da wegbekommen. Doch, ich musste den Luminosa reinballern, ziemlich sicher. So. Bam. Komm und hilf mir. Ab dafür. Unverzüglich. Unverzüglich, ja moin. So, reicht. Gut, dann nix wie weg hier. Warte mal, da hat noch was geglänzt. Das wollte ich noch mitnehmen. Ah, ein bisschen Leder, okay. Gibt's hier keine Fackeln, Mensch? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Einfach so ein paar Stöcke oder sowas. Komm schon. Das ist nur Scheiße. Ah, nee, das ist... Haben wir schon? Ja, Leute. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz, wie ich jetzt hier vorbeikommen soll. Außer indem ich noch einen Luminosa da reinschmeiße. Aber das ist doch kacke. Ich kann doch nicht hier die ganze Zeit nur Luminosa reinschmeißen. Vor allem habe ich jetzt auch gar keinen Schwefel mehr. Also das war das, ist das Letzte, was ich machen kann. Ach, ich depp, ich hätte das Licht ausmachen können, hätte die hier weglocken können. Oh, bin ich blöde. Ja, okay. Ja, ist egal, dann kann ich es aber mit dem Luminosa machen. Weißt du, ich da jetzt zwei alchemistische Dinger dafür reinballer, kann ich auch einfach ein Luminosa da reinballern. Ist auch gerade noch wurscht. Ratten, Amicia, wenn du sie mit dem Licht auf Abstand... Das ist das Sudatorium. Was? Wenn ich sie mit dem Licht auf Abstand halten würde? Die Römer her und haben geschwitzt. Hä? Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Oh. Das Symbol im Was zum Teufel ist das denn, Alter? Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Hm. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Was? Okay. Ja, gut. Also wir sollen jetzt die Ratten da verscheuchen oder wie? Aber ich habe keine Luminosa mehr. Ich kann auch keins mehr herstellen. Oh, was haben wir hier? Hat irgendwas gerade geglänzt? Oder warte, kann ich das anzünden? Oh, ich kann hier eh nichts werfen, hä? Okay. Das heißt, es ist ein Rätsel ohne irgendwelche alchemistischen Zutaten. Von der bekam ich immer Albträume. Okay. Ich stehe ziemlich gefährlich, glaube ich. Schlange, hier war ein Frosch. Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Ja. Was haben wir hier? Der Schwan. Imposant und anmutig. Aha. Und da drüben ist noch ein Löwe. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Ja, naja. Geht so, ne? Neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Ah ja, okay. Ja, aber warte, ich wollte das Bild noch ganz kurz angucken. Geht jetzt nicht mehr, okay. Naja, gut, whatever. Dann ab geht's. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ekelhaft. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Welche Richtung? Los. Okay, ich gehe jetzt einfach mal in die hier. Wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Okay, warte, dann fange ich nochmal neu an. Wenn der mich jetzt fühlen möchte, dann fange ich nochmal neu an. Also. Kollege, wohin? Sagt er mir jetzt was, oder? Nö, scheinbar nicht. Hä? Okay. Hey, ich seh dich nicht mehr. Komm zurück. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Ich brauche eine neue Fackel. Das ist also definitiv der falsche Weg. Aber das hätte ich jetzt auch selber gemerkt, ohne ihn. Ich verstehe es noch nicht ganz, wie er probiert, mir zu helfen, weil ehrlich gesagt, das ist keine große Hilfe. Gut, dann biegen wir mal nach rechts ab. Und, bin ich hier richtig? In Ordnung, ich gehe weiter. Und wohin? Ah, da, perfekt. Okay, anmachen, anmachen, anmachen. Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Noch eins. Oh Gott, du, sag mir, wo ich lang muss, Kollege. Sag mir, wo ich lang muss.
Aber hier kann er mich nicht mehr sehen, oder? Ja. Ja, ja. Passt schon. Okay. Das heißt, da ist falsch. Wer lagert eigentlich hier unten bitte schön Fackeln? Oder Holzstöcke oder was auch immer. So. Okay. Ja. Und ohne, dass das Feuer ausgeht, bitte. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Bin ich hier richtig? Nee. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts da. Scheint wirklich real zu sein. Ah. Ja, hier bin ich richtig. Okay. Reinigung und okay, okay. Ja, und jetzt? Kröte, Schwan und Schlange. Warum? Achso, weil der Löwe als einziger nicht genannt ist, oder wie? Na gut, dann schauen wir mal. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh, hättest du schon ein bisschen Licht hier machen können, oder? Mensch. So eine große Alchemistin wird doch wohl wissen, wie man so ein bisschen Feuer macht, oder? Sobald eine Tür aufgeht. Ich kann kein Ignifer mehr herstellen, ne? Das ist das Letzte, was wir haben. Ich das... Also die letzten fünf halt, ne? Soll ich die alle erstmal anmachen vielleicht? Ist riskant, weil wir haben nur noch fünf und wenn die fünf wechseln, ist weg, aber... Wenn das hier wirklich so ein großes Labor ist, dann wird hier doch viel Stuff sein. Okay, das waren alle. Hab es kein einziges mehr. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich. Ach, was sagst du mir jetzt? Und, was nein! Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Materialien. Nein! Überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Oh Gott. Gut. Das kann nicht wahr sein. Ich habe das alles verschwendet. Er hätte das angemacht. Diese Notizen. Das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber und wo? Was suchen wir? Und wie sieht es aus? Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber ja. Diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Okay. Wer weiß. Sanguinis itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Ja, warte, warte, warte. Wir haben gerade einen Stammbaum bekommen. Den möchte ich mir ganz kurz mal angucken. Krass. Na gut, okay. Oh, kannte sich Mutter wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Übung gibt, dann schlecht. Hier. Wir müssen sie nur finden. Warte, kamen wir von da? Ja, okay. Dann bin ich jetzt einmal rum, aber das ist eingesammelt, was wir haben. Wahrscheinlich wieder null Stoff gefunden. Ja, natürlich. Bullshit. Ich würde wirklich ganz gern das hier haben. Aber Stoff und Salpeter und davon viel. Warte mal, hä? 18 Salpeter? Wir können gar keine 18 tragen. Fuck, dafür müsste ich die Tasche erst noch ein zweites Mal aufrüsten. Oh nein, okay, dann vergessen wir das erstmal mit der... Dann vergessen wir es mit der Ausrüstung erstmal. Dann, scheiß drauf. Was haben wir sonst so? Verringere ich die Nachlade oder der Schleuder, das ist vielleicht ganz gut. Ansonsten kann ihre Schleuder verwenden, um ein Luminosa zu werfen. Dank eines dickeren Behälters, der an ihre Schleuder angepasst, kann ein mieser Luminosa jetzt abfeuern, ohne dass es zerbrechen kann. Warte, Luminosa war das Ding für die Ratten, ne? Ja, okay. Ist mir eigentlich egal, ob ich das mit der Schleuder oder mit der Hand werfe, weißt du? Nachladedauer der Schleuder ist, glaube ich, eine gute Sache. Das machen wir mal. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Weil das hat mich ja schon mal ein bisschen was gekostet im letzten Part oder vorletzten Part. Ich weiß gar nicht mehr, in der Universität. Ja, im vorletzten dürfte es gewesen sein. Deswegen, ja. So, was soll ich aufmachen? Diese Schatulle hier. Na gut. Oh. Lukas. Hä, aber sie wird den Trank doch nicht einfach schon fertiggestellt haben, weil dann hätte sie es doch Öko gegeben. Blaugrüner Rand, klare Substanz.
Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Was soll heißen? Was soll ist so, heißen? Sag mal was, Mensch. Für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja, einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Aber was heißt, mit dem Buch kannst du es fertig machen? Komm also schon. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas. Mit dem Buch und meiner Vorarbeit, ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja dann schon mach das. Drin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au. ...helfen können. Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Na gut, wir haben jetzt ziemlich viel Licht, das sollte egal sein. Nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, ist egal. Denk nicht dran. Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt ja, und? Sinn. Wie halte ich jetzt die Viecher hier zurück? Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Mit dem Vorhang? Natürlich da, wo kein Licht ist, ist doch klar. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer okay. Mit der Ruhe. Ach, warte. Das ist eins von diesen Drehteilen, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, moin. Sehen wir mal. Lukas, dieser Ach. Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ombrage. Oh. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Aber praktisch auf jeden Fall. Nee. Hier müssen wir hin. Jawohl. Der Vorhang, da ist es. Das ist interessant. Das sind zu viele. So viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm okay. Schon an. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Etwas viel Schlimmeres. Ah, das mit dem Deckel wahrscheinlich, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nicht. Ja, dann ist mit dem Deckel. Bestimmt. Oh, fuck. Fuck! Nichts gibt's. Nein. Ist nicht. Lass die Scheiße. Hier. Ja, was auch immer du da laberst, mach einfach. Ja, und vor allem auch nichts kaputt machen, nichts falsch machen. Wenn wir das wegschütten, dann war's das. Also wenn wir das verkacken, haben wir keine Grundbasis mehr. Was jetzt? Dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Aha. Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Ja. Okay. Komm. Und herum, im Kreis herum. Dumm, dill, dumm. Oh, doch nicht rundherum, im Kreis herum. Andere Richtung. Scheiße. Okay. Kriegen wir hin. Solange die. Wollte gerade sagen, solange die Ratten nicht auf dumme Ideen kommen. Nein, werden sie nicht. Werden sie ganz sicher nicht, wobei ich könnte es ja wieder anmachen, wäre scheißegal. So, Kollege, auf, rein mit dir in den Schein. Mach dich rüber da. Warte. Oh, okay. Der ist ja doch für was gut. Na dann, auf geht's, weiter. Macht er das? Ja, er macht das, okay. Ah! Ich wusste nicht, dass er anhält, der Idiot. Okay, komm schon. Ich weiß, was ich tue. Ja, dann. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Ja, das ist richtig. Oh, fuck. Wo? Da hinten. Halt die Schnauze. Ihr kommt alle in die Hölle. Eigentlich seid ihr die Hölle. Ich hab nichts mehr. Wenn er jetzt nicht fertig ist, haben wir verloren. Ich hab nur noch zwei. Irgendwie. Haben wir hier noch irgendwo Alkohol? Na also, das soll's.
Oh Gott, wir haben keinen Alkohol mehr. Scheiße. Okay. Hallo? Falsche Richtung, Kollege. Danke. Bitte sag mir, dass du noch Iktif hast, ansonsten wäre ich gleich ein scheiß Problem. Ich habe nur noch zwei. Dann ist Schicht im Schacht. Scheiße! Aber wie? Hä? Oh, okay. Ich hab nur noch zwei! Das ist das Letzte! Lukas! Ich hab nichts mehr! Lukas! Hat er's? Was geschieht hier? Was zum Teufel? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Willst du mir jetzt erzählen, dass die den Besitzer von diesem Zeug als ihren Herrscher ansehen? Oder ist es für die lebensgefährlich, das Zeug? Und die greifen mich deswegen nicht an? What the fuck? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius, wir... Aber was haben wir geschafft? Ich bin stolz auf dich. Ist das jetzt ein Gegenmittel oder ist das irgendwas, um die Ratten zu vernichten? Zumindest wissen wir jetzt... Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, okay. Aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Wow. Sehr interessant. Okay. Na dann. Sie sind da! Hoffentlich nicht zu spät. Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste das. Ja, schnell rein, auf geht's. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Komm schon, da darf jetzt nichts mehr schief gehen. Du schläfst ja gar nicht. Das sieht echt nicht gut aus. Hey, sieh mal, wir haben es. Das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Bitte sag mir, dass es wirkt. Komm schon. Bin ich jetzt geheilt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia. Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Ganz schön spannend jetzt, wie es weitergeht. Dann im nächsten Part, Kapitel 13, Buße. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und jetzt geht's scheinbar richtig ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.